Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen hier im Kino. Wir haben einen schönen Tag hinter uns, entweder auf der Arbeitsstelle oder zu Hause, bisschen aufgeräumt und so weiter und so fort. Und nun wollten wir ins Kino gehen und heute läuft ein schöner Film. Und zwar ein Film, wo man sich sicher gedacht hat, dass der überhaupt nicht mehr ins Kino kommt, weil das ist irgendwie so, das ist ja nicht mehr üblich, solche Filme im Kino zu zeigen. Das ist ja auch ganz schön, wie soll ich sagen, also ganz schön spannend, nicht? Ich meine, hier ein Film mit Charles Bronson im Kino, das kann man sich ja gar nicht vorstellen mehr. Das war vor 40 Jahren und vor über 40 Jahren ist auch dieser Film gedreht worden, den ich nun zeigen möchte. Ah, das ist die falsche Brille, das ist eine Brille, wo gar keine Dioptrien ist. Aber die hier, das ist die richtige Brille, das ist die Johnny Flash Brille. Die setze ich mal auf, um zu sagen, um welchen Film es sich handelt. Siehst du, USA 72. Kalter Hauch. The Mechanic, der Mechanische oder was weiß ich. Regie Michael Winner, auch nie mehr gehört. Mit, jetzt kommt's, Charles Bronson. Habe ich das eigentlich schon gesagt? Charles Bronson, absoluter Lieblingsschauspieler. Einer von den vielen. Lino Ventura, Jean-Louis Trintignant, hier Lee Marvin, Roy Scheider, also ein Verwandter von mir. Und jetzt Charles Bronson in dem Film Kalter Hauch. Ein Film, der irgendwie, naja, mich auch schon irgendwie ganz schön beeinflusst hat. Also, was die da machen und wie man überhaupt auf die Idee kommt, so überhaupt irgendwie mit Pistole und so, das ist ja ein Killerfilm. Pfui.